Der rot-blaue Landessicherheitszentrale Skandal zeigt erneut, wie notwendig die Kontrollarbeit der Opposition gemeinsam mit dem Landesrechnungshof ist. Das Einsichts- und Fragerecht des Landtags in ausgegliederte Gesellschaften sind für das Burgenland und die Demokratie lebensnotwendig, so ÖVP-Sicherheitssprecher Rudolf Straumer. Unsere Anfragen wurden immer abgelehnt. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen das Fragerecht für die LSZ und andere ausgegliederte Gesellschaften, so Straumer und Wolf unisono. Die Konsequenz muss sein, dass man das Fragerecht nun in den Gesellschafterverträgen verankert. Meine Damen, meine Herren, einen schönen Vormittag, ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich mit dem Herrn Landesgeschäftsführer heute ein Pressegespräch geben kann zu einem Thema, das uns schon längere Zeit bewegt und das der Rechnungshof sehr stark bearbeitet hat. Und der Herr Landesgeschäftsführer, der Magister Wolf, ist der Obmann des Rechnungshofausschusses. Das heißt, der Rechnungshof hat dieses Thema, der Rechnungshofausschuss, dieses Thema auch sehr stark diskutiert, nachdem dieser Bericht, der doch sehr viel zum Vorschein gebracht hat, vorliegt. Vielleicht beginnst du und sagst die inhaltlichen Dinge, Zahlen, Fakten, Daten, und wir kommen dann auch zu Schlüssen, die wir daraus gezogen haben. Vielen Dank. Wer den Bericht über die Landessicherheitszentrale gelesen hat oder zumindest die Empfehlungen oder die Zusammenfassung, weiß, dass die Art und Weise, wie in dieser ausgelagerten GmbH Politik gemacht wurde, sieht, dass es Postenschacher gegeben hat, dass es um Freundelwirtschaft geht und dass unterm Strich es zu einem negativen Ergebnis geführt hat. Man sieht, dass es im Ergebnis zu einer Selbstanzeige bei der Finanz geführt hat. Der Inhalt war, dass Überstunden und Fahrtkosten nicht richtig über die Personalverrechnung abgerechnet wurden. Das hat es, glaube ich, selten gegeben in einer derartig ausgegliederten Gesellschaft, dass man erstens mal ankündigt, eine Selbstanzeige zu machen und zweitens, dass es überhaupt zu diesem Tatbestand gekommen ist. Und man sieht auch, dass die notwendige Kontrolle nicht gegeben war. Im Bericht wird klar kritisiert, dass es eine Doppelfunktion gegeben hat, zum einen in der zuständigen Behörde der Landesregierung, die dieselbe Person war wie die Geschäftsführung in der ausgegliederten GmbH. Das alleine führt schon dazu, dass es nicht die notwendigen Kontrollschritte gegeben hat und zeigt für uns auch politischen Handlungsbedarf als Oppositionskraft. Weiters war es in Wirklichkeit ein Selbstbedienungsladen für manche Funktionäre von SPÖ und FPÖ. Es wurde ein Dienstort verlegt eines Mitarbeiters, der in Eisenstadt wohnhaft ist. Der Dienstort wurde nach Oberwart verlegt und er hat dann dementsprechend den Anspruch auf einen Dienstwagen gehabt, hat Kilometergelder und etwaige Überstunden schreiben können. Man sieht dann weiter, dass über ein Viertel der Überstunden an eine Person ausbezahlt wurde. Also das kann man sich in einer Privatwirtschaft kaum vorstellen, dass derart viele Überstunden angehäuft werden können, zumal sie dann ja irgendwann auch entweder abgebaut oder ausbezahlt werden müssen. Das heißt, der finanzielle Schaden kann hier beziffert werden. Und zuletzt sieht man auch, dass es von der SPÖ-Spielwiese zur FPÖ-Spielwiese wurde. Wir wissen ja, dass der vermeintliche Aufräumer, Landeshauptmannstellvertreter Schürz, hier nicht nur seine Prestigeobjekte verwirklichen wollte, sondern er hat auch seine besten drei Freunde untergebracht. Das ist altbekannt und nichts Neues. Wir wissen, dass der Christian Spuhl als Geschäftsführer dort installiert wurde. Das ist der FPÖ-Bezirksparteiobmann aus Mattersburg, der Stellvertretende. Der Siegfried Steiner, also der Bezirksparteiobmann aus Mattersburg, ist auch dort untergekommen. Und zuletzt auch der Reinhard Poglitsch, der FPÖ-Abgeordneter war. Und alle diese drei Positionen wurden bestmöglich ausgeschrieben und dementsprechend auch honoriert. Beispielsweise, und das ist ein kleines Zuckerl aus diesem Bericht, der Bereichsverantwortliche, der Herr Poglitsch, wurde mit einer Leiterfunktion betraut, hat aber als Leiter keine Zuständigkeit für Mitarbeiter unter sich. Das heißt, da muss man diese Leiterfunktion schon hinterfragen, weil wenn er für keine Mitarbeiter zuständig ist, wird ihm keine Leiterfunktion zugesprochen werden können. Also all das sind Punkte, die aus diesem Bericht hervorgehen, die für uns unterm Strich klar zeigen, dass zum einen der Herr Landeshauptmannstellvertreter Schürz bei Gott kein Aufräumer ist, ganz im Gegenteil, all das, was er vor der letzten Landtagswahl versprochen hat, hat er nicht eingehalten, er hat dort seine Freunde untergebracht und zum anderen hat er sein großes Prestigeobjekt, wir wissen es, die Sicherheitspartner in der Gemeinde, weder erfolgreich durchgeführt, noch hat er sie bis heute fortführen können. Und das zeigt für uns klar, dass man als politische Oppositionspartei Kontrolle üben muss. Ja, meine Damen und Herren, vor drei Jahren, knapp drei Jahren, wurde ich zum einen der Präsidenten des Burgenländischen Landtages gewählt.
Meine vier Prinzipien habe ich damals auch in der Öffentlichkeit klar gesagt und die trage ich durch. Erstens die Rechte des einzelnen Mandatares sichern. Zweitens die Rechte des Kollegialorganes Landtag zu sichern, die Rechtsstaatlichkeit zu wahren und die Würde des Hauses Landtag zu wahren. Mit der Ausgliederung von Gesellschaften wurden die Rechte der einzelnen Mandatare beschnitten. Ich glaube, es ist hoch an der Zeit, das Rad wieder zurückzudrehen. Ein Schmankerl, das mir der Herr Landesgeschäftsführer noch nicht gesagt hat, ist, der Rechnungshof ist tätig geworden auf Antrag des Herrn Landeshauptmanns Stellvertreter Schürz. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Schürz ist also anscheinend draufgekommen, dass Dinge nicht in Ordnung sind, als er die Landessicherheitszentrale übernommen hat, um also hier die politische Verantwortung nicht bei ihm, sondern anscheinend beim Herrn Landeshauptmann, der ja vorher politisch verantwortlich war für diese ausgelagerte Gesellschaft, um nicht an ihm hängen zu lassen. Rechnungshof wird tätig auf Antrag des Herrn Landeshauptmann Stellvertreter, kommt zur Auffassung, die bisherige Führung der Landessicherheitszentrale war nicht in Ordnung. Führt bis zu einer Selbstanzeige, um ein Strafverfahren möglichst hintanzuhalten. Es muss daher wieder der Landtag die Möglichkeit haben, auch ausgelagerte Gesellschaften zu überprüfen. Mittlerweile sind wir in einer Situation, dass ein großer Teil des Landesbudgets sich außerhalb der Kontrollmöglichkeiten des Landtages abspielt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder eine verfassungsrechtliche Änderung auf Bundesebene oder, was wir selbst tun können, in die Gesellschaftsverträge hineinzuschreiben, dass die Gesellschaften, die ausgelagert sind, auch vom Fragerecht des Landtages erfasst sind. Dieses Interpellationsrecht, dieses Fragerecht, ob schriftlich oder mündlich, ist eines der wichtigsten Möglichkeiten des Landtages, um die Regierung zu kontrollieren und um solche Dinge hintanzuhalten. Ich fasse daher zusammen. Es hat der Landesrechnungshof ist tätig geworden aufgrund eines Antrages des Herrn Landeshauptmann Stellvertreters. Zweitens, es sind da Dinge zu Tage gekommen, die bis zu einer Selbstanzeige geführt haben. Und drittens ist eine klare politische Forderung, die Gesellschaftsverträge von ausgelagerten Gesellschaften so zu gestalten, dass der Landtag ein Fragerecht hat, ob schriftliches Fragerecht oder mündliches Fragerecht. Das muss die Konsequenz aus solchen Dingen sein. Wir werden die Sache weiterhin beobachten.